So, willkommen bei Kokona 17. Neuer Stil, neue Richtung im Moment der Situation geschuldet. Die einzigste Cocktailbar, wo du jetzt auch Tapas kriegen kannst und die tagsüber geöffnet hat. Und das ist Maria. Guten Morgen. Guten Morgen. Maria, du hast viel verändert hier im Moment. Und es sieht ein bisschen anders aus. Wir kennen es ja nur von abends. Komm, geh mit uns 3 Meter durch deine Bar. Also guck, Kokona 17 mit neuen Kissen, mit neuem Interieur, mit neuer Dekoration. Und es gibt ein paar schöne Elemente. Wenn ich jetzt hier mal, Maria, stell dich doch mal neben die Früchte, neben die Zitronen, neben die Orangen. Ach, also, wer sich verlieben will, der muss nicht bis in den Abend warten, sondern der kann das auch jetzt im Hellen bei der Sonne machen. Maria, sehr schön, viel Spaß, Glückwunsch, hast du gut gemacht. Ja. Und es gibt, ihr habt das ja vorne im Eingang gesehen, jetzt von morgens um 12 bis nachmittags um 17 Uhr, solange die Terrasse geöffnet ist, Tapas. Die variieren ein bisschen, kleiner Preis. Hausgemachte Sachen. Maria, wir haben Distanz, ja. Lass uns noch mal einmal in dieses tolle Gesicht von Maria gucken. Das ist sie. Hör mal, gute Osterzeit. Und es ist sicherlich nicht ganz einfach. Wir wünschen dir toi, toi, toi. Dankeschön. Und dass die Saison beginnt. Versuch das ist der erste offene Tag in 2021. Seit drei Monaten. Okay, Maria, viel Spaß und viele, viele Gäste wünschen wir dir. Also. Das Dream Team von Kokona 17, Juan, den kennt ihr. Er spielt Musik, er macht die Theke, er macht alles und unterstützt Maria. Aber die kennt ihr ja schon seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten. Ihr habt das gut gemacht. Und wir wünschen euch viel Spaß und ihr seht das ja, Wetter ist toll. Maria hat das auch extra so bestellt für die nächsten 2-3 Wochen über Ostern. So, und wer Lust hat, Mensch, besucht die zwei. Die haben es auch verdient. Tschüss.